Sturm, oder? Spiele. Ja. Da spielt jeder. Na, du mal. Little Mac. Ich muss jetzt gerade drücken. Little Mac. Ja, das, was auch ein bisschen schade wäre, es wäre cool, wenn man die Charaktere auswählen könnte. Wenn man zum Beispiel als King Hippo oder sowas dann als spielen würde. Oder als von Kaiser oder jeder der Kämpfer, die es halt gibt. Aber es ist halt jeder einfach nur... Spieler 2. Profil. Da kannst du dein eigenes Profil auswählen. Wollen wir ein eigenes Profil ausmachen? Mach ich jetzt. So, und dann gehen wir einfach hier. Little Rip steht da jetzt aber. Und Little Paul. Ja, von wegen, man spielt den Little Mac. Ich bin der Little Rip. Du bist der Little Rip. Also, cool. Little Paul, ah ja. Little Mac immerhin gegen Little etwas. Rip. Oder dass man die Mies hätte einbauen können, irgend sowas. Einfach so ein paar. Das sind gut, so. Wenn du dann mit so Figuren, dann sieht es dann wieder aus wie das Wii-Sport-Boxing. Ja, aber wäre nicht schlimm. Einfach so ein paar Sachen, dass man ja. Das ist nicht viel Arbeit eigentlich. Also, ich habe keine Ahnung davon, was ob das Arbeit ist oder nicht. Aber ich behaupte einfach mal. Das sind einfach so Nettigkeiten. Also, hier ist doch der Hintergrund auch schon wieder anders, weil du dich beschwert hast. Ja, wir sind hier jetzt im. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin links und. Ey. Ich muss jetzt hier ein bisschen zappeln, sonst ist nichts. Gerade mal hier. Das ist schon wieder voll die Gigapower hier. Was ist da oben, dieses Blaue? Das ist diese Gigapower. Wenn die voll genug ist, wirst du zu Hallo. Wirst du zu Gigamac. Dann ist irgendwie nach dem Schlag so ein bisschen gestunt kurz, oder? Ja, das ist auch schon gefallen. Läuft, bin ich jetzt. Nee, wir sind. Du bist ich das. Ich bin das. Yes. Warum ist das nicht. Hä? Jetzt mache ich einfach platt, weil du musst ausweichen, du musst meinen Chef. Ja, hallo, was soll ich denn da ausweichen? Tja, ich würde sagen, kann nicht. Wenn links oder rechts oder ducken oder irgendwas, ich weiß es nicht. Du bist aus, Mann. Jetzt. Ausweichen. Quatsch! Boah, guckst du mal, Blade, ne? Ausweichen, Merker, ausweichen! Haha, Giga! Das ist besser als der ganze Bildschirm, dann ist nicht so ausweichen. Hau dich mal um, obwohl du Giga bist. Oh Mann, ey! Volle. Was für Pranken, ey! Aber du, das ist jetzt. Jetzt ist wieder Switch, der wieder zu dem normalen. Ja, aber du hast jetzt auch gleich die Leiste schon wieder fast vorher. Wie geht das? Ja, der macht's automatisch. Ach so, das kann man gar nicht verhindern. Nee. Nach dem Treffer bist du gerne. Jetzt bist du Gigamac. Und was muss ich. Es ist jetzt genauso, nur dass ich halt oben. Nee, du hast jetzt keine. Oh, jetzt toll! Du hast, keine Ausweichmöglichkeiten, sondern machst mit links. Also, du spielst im Prinzip wie so ein Gegner. Du kannst dann nur möbeln. Ah, okay, man muss mit A bestätigen. Damit doch jeder wirklich. Ja, natürlich. Es geht weiter. Erstmal gucken wir uns Schokolade essen, damit ich wieder voll Energie habe. Wie aussieht, ey. Das ist der Giga-Rip. Giga-Rip. Der haut jetzt so die Schnauze ein. Achso, okay, das ist dann im Prinzip ähnliche. Wie nur. Spieler im Prinzip wie so ein Gegner. Na. Batsch! Oh. Kann ich jetzt auch mich hängen? Ich mach's nicht einfach mal. Guck mal ja gleich an der weißen Seite sehen. Ja, kann ich auch. Bam! Der ist so giga, der gibt dir. Oh, cool, man kann auch so einen Uppercut machen. Wenn man unten drückt. Ich bin natürlich voll schnell. Jetzt ist wieder vorbei. Oh, fuck. Wenn man ins Leere steht, ist man eher genau. Erstmal vollgestunt. Erstmal auf jeden Fall todsicherer Treffer für. Hallo? Für den anderen. Nein, noch einmal. Bam! Jetzt bin ich wieder. Ich wollte gerade sagen, anderthalb Minuten. Ich hätte dich noch einmal umgehauen. Boah, shit! Aber du kannst aufladen, du hast gedrückt halten, war das. Ja! Einmal noch, da habe ich gewonnen, gell? Das weißt du. Ah, scheiße! Ja? Jetzt wird langsam spannend hier. Ja! Da rennt gerade alles richtig. Ja, genau. Ja, dieses... Ja gut, aber es nimmt nicht so... Oh, jetzt schon wieder vorbei. Wow. Hallo! Na! Zack! Sackratten hier. Also ihr merkt schon. Aber es ist jetzt ist halt wirklich so zweit ist ein bisschen. Oh! Ist ein bisschen komisch, finde ich, weil du halt echt du das spielst ein bisschen hakelig, finde ich. Aber weißt du, das ist so. Ja, das ist mehr so ein. Weil du so. Wirklich, das ist fast schon rundenbasiert, würde ich fast sagen. Weißt du, du machst einen Move und darauf kann der andere dann meistens dann kontern irgendwie. Ist nicht so wirklich so ein flüssiges Spiel. Also ist ganz das stimmt cool. Stimmt schon, ist mir auch aufgefallen. Aber es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist ein bisschen anders. Ah, es geht weiter. Ey! Du machst zum Beispiel, wenn du halt ins Leere schlägst, bist du halt auf jeden Fall gestunt. Oder halt. Hallo! Wieso denn du jetzt vor mir? Ah, toll, jetzt gewinnt er wegen diesem ollen Ding! Ja! Nein! Stehst du nochmal auf? Yeah. Ich bin down!
Ja. Little Rip gewinnt. Little Rip gewinnt. Pamelimelimelim. Ding, ding, ding. So ist die Gewinnermusik. Du, 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 du. Wie bei Zelda. Wir machen jetzt aber einen Rückkampf und während des Rückkampfs, während des Rückkampfs, sage ich jetzt mal, dass die Ladezeiten im Singleplayer ein bisschen lang sind, finde ich. Also ja? Da ist dieses Logo, dieses Ring-Logo-Symbol. Ring 5, Runde 2. Bisschen. Kampf 2, dann mal lieber so. Jetzt wird der Mike auch bestimmt sauer und hat mir so auf die Schnauze. Ey, das ist irgendwie. Ja. Wenn keiner von beiden das macht, gibt es nicht irgendwie so einen schnellen Schlag auch. Was? Oh. Okay, dieser Charge-Schlag ist schon krass. Und vor allen Dingen hast du dein Ding schon wieder. Ach nee, das geht leer. Jetzt habe ich es gerafft. Ja, du kannst aber auch wieder Energie. Irgendwie wieder Energie. Treffen. Was hat den Nachteil mit diesem Giant oder wie das heißt? Ja, du kannst eigentlich dich nicht also ausweichen quasi. Wenn du vorbeigehauen hast, wenn du vorbeigehauen hast, bist du im Eimer. Also kriegst du auf den Maul. Das ist ganz lustig eigentlich. Aber wie gesagt, ich hätte mir jetzt auch so ein bisschen Beat'em-up-mäßig gewünscht, dass man die anderen Charaktere spielen könnte auch noch. Das wäre cool. Ja, wenn die noch andere so andere Eigenschaften gehabt hätten. Ja, so wie, wie sie halt wirklich haben, also dass man das. Das wäre echt, also das hätte glaube ich nochmal, das hätte zu krass gemacht, glaube ich, das Spiel. Das hätte vielleicht sogar den Fokus zu weit weggesetzt vom eigentlichen Spiel, was Punch-Out ist, also als so ein Singleplayer-Erlebnis. Du kannst ja den Singleplayer und den Multiplayer schon trennen. Ja. Viele Spiele, die im Singleplayer so sind, wie sie immer waren, und der Multiplayer ist was ganz anderes. Na klar. Ich esse jetzt mal eine Schokolade, das geht glaube ich nicht, ne? Weiß nicht, ich glaube nicht. Ich drücke schon die ganze Zeit, ohne dich mal zu niedergehen, aber es war nichts passiert. Und für wen ist der eigentlich, ne? Ist der doch. Ja, ist für mich natürlich, Still Rip. Okay. Natürlich. Am Arm. Sammy! Ah! Ich brauch jetzt auch mal den Giant. Irgendwie wird das nur bei manchen Schlägen voll, ne? Wenn du so blau leuchtest, gell? Ja, ja. Dann geht es voll. Wenn die Farbe wechselt, dann kannst du unter so einen Farbtreffer. Kannst du so ein Ding landen. Wie hast du das gecharged? Ah, nach hinten, nach oben drücken. Ja. Wow! Brüllt, ey, wenn er hier so okay. Das war der Kinnhaken. Weg vom Mikrofon. Das war nicht so gut. Oh Mist! Ey, scheiße. Hallo? Weil deine Dings war bei Null, deine Ausdauer, dann kann ich dich voll vermöbeln. Ja, vor allem ich weich als aus und krieg sehr Energie. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen was gekriegt. Oh, scheiße. Jawoll. Ich will das Ding, ey. Was? Schnell kannst du da eben... Jawoll. Ich hab halt Spanker gesagt. Da wendet sich das Blatt. Dalalama! Bam bam bam! Ist halt voll flink und so, er hat zwar voll die Schläge, aber du kannst hier voll so. Ey, scheiße, jetzt treffe ich ja gar nichts gerade. Ja, also als Gigamec ist gar nicht so einfach irgendwie. Du musst dann. Ja, ich finde es irgendwie auch nicht so geil. Ich bin irgendwie als normaler besser. Ja. Hab ich dich immer zu kaputt auf dem Boden gehabt, also relativ weit. Jetzt hau ich dich kaputt. Ja, Schokolade! Ja. Da hat sich die Glocke gerettet. Der kommt immer jede Runde woanders hin. Einmal zu dir, einmal zu mir. Weiß auch nicht, was er will. Die Glocke hat mich gerettet, pass mal auf. Mr. Hyde hier. Mein Boxhandschuh rettet dich gleich. Dr. Jekyll gegen Mr. Hyde, sag ich dann nur. Was? Ey. Einmal in die falsche Richtung nur ausgewichen. Jetzt mal so am Arsch. Egal, ich kann wahrscheinlich jetzt einen wieder hoch. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert irgendwie gegen Giant, dann ja! Nee! Muss beide Geister drücken. Geht's? Nee, ist kau. Oh. Da habe ich jetzt gesehen, ich habe mit links und eins habe ich irgendwie so dich versportet und habe dann so einen Stern. Du hast einfach so gemacht. Okay. Nur mal für euch. So, haben wir Statistiken. Niederschläge hast du mehr als ich.
drei Sternenhiebe. Ja. Die haben es ausgemacht. Ja, würde ich mal sagen. Fehlerlose Abwehr. Warst du länger? Ja, du warst besser. Also von den Stats her. Ja, natürlich. Guck diese Treffer, was ist denn das von zu? Ich hab viel öfter geschlagen. Ja. Also, haben wir eingesteckt.